Mein Stück heißt 2026, das ist eine Zahl, und zwar eine sehr brutale Zahl, weil nämlich im Jahr 2021 sind 2026 Menschen auf der Flucht übers Mittelmeer gestorben. Und mir war immer schon klar, dass ich das Stück praktisch flüchtenden Menschen widmen möchte. Vielleicht gut zu erwähnen ist, dass ich eigentlich während der Komposition einen anderen Titel im Kopf hatte, und zwar 82,4 Millionen. Das ist nämlich die Zahl, was praktisch 2020 überhaupt flüchtende Menschen auf der Welt waren. Dann habe ich aber von der Zahl von toten Menschen im Mittelmeer gelesen. Das hat mich so bewegt und ich finde, das ist so eine brutale Zahl, die mich auch knallhart erwischt hat. Und dann war mir klar, dass ich das Stück denen widmen will. Mein Stück ist insgesamt eher leise. Es gibt zwar Momente, wo es ganz laut ausbricht, aber es ist eher leise und es passiert zwar wahnsinnig viel, aber sehr subtil. Es gibt ganz viele Atem- und Luftgeräusche, weil das für mich einfach mit dem Leben zusammenhängt, aber schon eben leider auch mit dem Tod. Und es gibt ganz viele Momente, wo aus einer Figur, musikalischen Figur heraus, es ganz viele Pausen gibt, das heißt Aussparungen und einfach Leere. Und was mir aber wahnsinnig wichtig war, ist, dass das Stück in einer Hoffnung endet, und das, glaube ich, habe ich danach geschafft. Im Grunde kommen mir Klangideen oder irgendwelche musikalischen Ideen, und dann meistens schreibe ich mir sie auf. Und es hängt dann ganz davon ab, ob ich gerade auch an einem Stück dran bin oder ob das jetzt ganz frei von jedem Auftrag sozusagen ist. Und teilweise schreibe ich mir eben auch Sachen auf, die ich dann in der Zukunft verwenden kann. Und dann notiere ich mir, was weiß ich, gewisse Klangideen, und die baue ich dann, je näher sozusagen an den Abschluss der Komposition kommt, baue ich immer mehr aus. Dann hängt es natürlich davon ab, welche Besetzung das ist, welche Instrumente und so weiter. Ein großer Bereich ist sicher der, dass ich immer versuche, die Instrumente sehr experimentell zu verwenden oder einfach auch Sachen auszuprobieren, die für mich neu sind oder überhaupt neu sind. Und dann mache ich da ein paar Experimente, und dann irgendwann gibt es die Deadline, die berühmte. Und das ist für mich ganz wichtig, weil die brauche ich, weil sonst war ich noch bei gar nichts, glaube ich, fertig. Weil irgendwie könnte man immer noch an einem Stück feilen, aber irgendwann muss man dann einfach auch das Stück in die Welt lassen, sozusagen. Und im Grunde charakteristisch für meine Musik ist sicher, dass ich sehr gern mit neuen Klängen experimentiere, dass ich versuche, dass die Instrumente ein bisschen über den Tellerrand schauen, das heißt neue Klänge ausprobieren und so weiter. Aber ich lasse sie immer auch irgendwo dann so spielen, wozu sie eigentlich gedacht wurden. Das heißt, dass zum Beispiel ein Streichinstrument jetzt nicht nur kratzt oder nicht nur Luftgeräusche von einem Blasinstrument, sondern dass sie wirklich auch Töne spielen, für die praktisch sie sonst das Repertoire praktisch haben. Und ich würde sagen, ich lasse mich eigentlich von sehr vielen Stilen auch beeinflussen und freue mich, wenn ich dann auch Sachen machen kann, was man sich vielleicht nicht erwartet. In meinem neuen Stück 2026 haben die Musikerinnen schon einiges an Freiheit, aber im Grunde ist alles sehr genau notiert. Das heißt, ich weiß schon ganz genau, was ich gern haben möchte, und das sollen sie schon auch machen. Aber es gibt natürlich einen gewissen Spielraum, weil man gewisse Klänge, wie zum Beispiel gerade das Kratzen der Streicher, wo sie mit ganz starkem Druck praktisch den Bogen ziehen, das kann man in verschiedene Arten machen.